Ist es denn überhaupt momentan noch möglich, Gazprom-ADRs zu tauschen? Tja, das ist eine schwierige Frage und die Frage, die war schon immer sehr, sehr schwierig zu beantworten. Also, aktuell ist es so, dass man Gazprom-ADRs theoretisch übertragen kann, wenn die Aktien nicht gerade bei Clearstream Banking Frankfurt liegen. Das trifft leider auf die meisten Broker zu, weil die berufen sich momentan auf Clearstream Banking Frankfurt, dass es momentan nicht mehr gehen würde. Ehrlich gesagt, warum das nicht geht, weiß ich nicht. Der klassische Weg, um ADRs zu übertragen, ist halt, dass die von Clearstream Banking Frankfurt nach Clearstream Banking Luxemburg übertragen werden und von Clearstream Banking Luxemburg dann zum Beispiel weitergeschickt werden an Freedom Finance. Das zweite Problem, was aktuell existiert, ist, dass die Bank of New York Mellon mal wieder ihre Bücher geschlossen hat. Und zwar seit dem 18.11. Was heißt das? Wenn die Bank of New York Mellon ihre Bücher schließt, bedeutet das, dass die Inhaber momentan nicht mehr wechseln können und auch die Depots nicht mehr wechseln können. Und deswegen halt auch quasi die Besitzer sind festgeschrieben. Deswegen können momentan keine ADRs in Aktien umgetauscht werden. Jetzt war es in der Vergangenheit schon dreimal so, dass genau das gemacht wurde. Und deswegen ist das jetzt für mich so, ja, schon wieder die Situation. Was würde ich momentan tun? Guckt, dass ihr den ADR-Übertrag so weit wie möglich nach vorne treibt. Ja? Und dann könnt ihr ja überlegen, wie ihr weiter vorgeht.